Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge und ihr seht schon, wir müssen eigentlich nur schnell 150 Blumen sammeln und es liegt heute alles sehr sehr nah beieinander, da es ein recht einfacher Parcours ist. Das heißt, der Unterschied zwischen Bronze und Gold sind eigentlich nur wenige Sekunden oder ja, waren glaube ich insgesamt nur 3 Sekunden, wenn ich mich richtig entsinne. Somit mit ein paar kleinen Tricks solltet ihr es eigentlich recht gut schaffen, hier ein Gold zu bekommen. Ihr seht auch, ich habe ein paar kleinere Fehler gemacht, aber das werden wir uns jetzt gleich dann nochmal hier in der Slow Motion uns nochmal entsprechend anschauen. So, wir haben es geschafft und jetzt schauen wir uns die ganze Runde nochmal an. Und zwar, wir probieren gleich einen Headstart zu machen, indem wir hier gleich mal einen Dreher zu machen. Ich weiß, es gibt noch eine andere Startmöglichkeit. Hier springen wir hoch, sammeln die Lums oben und müssen jetzt schauen, dass wir nicht einfach runterrennen, sondern uns runterfallen lassen. Hier wieder den schönen Start bekommen, auf den Bumper hochspringen und nochmal einmal wieder springen, um auch hier die restlichen Lums, möglichst immer die violetten halt eben sammeln zu können. Sobald wir hier wieder gelandet sind, machen wir natürlich auch wieder eine Drehung, einmal Pirouette und sammeln auch hier die Lums. Kleiner Sprung dieses Mal nur. Und auch hier, wenn wir jetzt aufkommen, nochmal einen ganz kleinen Sprung. Und sobald wir aufkommen, wieder unsere Pirouette. So, auf die nächste Plattform. Hier auch wieder großer Sprung rüber. Wenn wir jetzt auf dieser Plattform sind, nicht in die Versuchung kommen, hoch zum Springen, sonst kriegen wir den unten nicht mehr. Sondern wir nehmen den unteren, machen nochmal unsere Beschleunigung und schnappen uns hier die Lums entsprechend. Ja, hier habe ich jetzt komplett versagt, weil ich dachte, ich springe zu weit und muss jetzt, ja, das kostet mich jetzt glaube ich 2 Sekunden, die ich nochmal hätte rausschlagen können. Hier der Sprung war auch umsonst eigentlich, dahin hätte ich eigentlich auch besser zum Rennen nehmen können. Also ihr seht, es sind noch Verbesserungsmöglichkeiten drin, aber wenn es für Gold reicht, ja, mei, da sagt man natürlich nichts. Die hier, nee, das sind sie noch nicht. Die nachher sind recht gemein, da können wir nämlich genau die hier, da kriegen wir irgendwie nicht alle, sondern kriegen nur einen Teil. Hier hätte ich auch einen größeren Sprung machen können, aber jetzt nochmal, komm, hier beschleunigen, ich mache keine Beschleunigung mehr, sondern schnapp mir die Lums direkt hier, mache aber jetzt nochmal eine Pirouette und nochmal die letzten 4, um das Ganze abzumgründen. Also ihr seht, es ist ein recht einfacher Parcours und es sind auch noch genügend Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Goldpokal nach Hause holt und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends. Bis dann, ciao, ciao.